So, da hab ich mir mal Vampire besorgt. Mal gucken, wie es ist. Schalte nur mal kurz hier alles ein. Und dann geht das auch schon gleich los. So, auch wenn Vampire auf medizinisches Wissen des Jahres 1918 basiert, wurde in Bezug auf die Verbindung zwischen wissenschaftlichen Theorien und übernatürlichen Kreaturen zu künstlerischen Zwecken gewisse Freiheiten genommen. Anders gesagt, versuch nicht, irgendwelche Krankheiten mit den Rezepten in diesem Spiel zu heilen. Darüber hinaus sind wir während der Entwicklung des Spiels keine Ratten zu Schaden gekommen. Okay. Er ist mir auch völlig bums. Das Spiel speichert automatisch. Okay. Yo. Ich grüße meine ersten zwei Zuschauer. Peace out. Untertitel, ja. Man kann doch gar keine Sprache einstellen. Was ist los? Naja, egal. So, na denn. Na denne Antenne. Wollen wir mal loslegen? Super gespannt. Und wieder Sonnenblumenkerne am Start. Twelve dreams for the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song.
is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Mm-hmm. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life? Ist Hass nicht zurückgewiesene Liebe? Das ist eine gute Frage. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Also grafisch sieht das schon mal nicht so schön aus, muss ich sagen. Ich hoffe, es bleibt nicht so. Blut. Thirsty. So thirsty. Deine Schwester. Mary! Oh, no! Mary! Oh, 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 oh. Das ist aber nicht lieb. Hold on! Please, hold on! Mary! No! No!
No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me! No! No! Don't shoot! This is a nightmare! I need to get out of here! This can't be happening. Over there! There's one of them! There's one of them! No! Please! Stop! I mean you no harm! What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit! Where'd it go? Now, I can defend myself. Where'd it go? Kommt mal her, ja. Shit, where'd it go? Oder kann ich die Dinger kaputt machen hier? Ah, ja. Kill that thing! Over there! Fuck! Who are you? Stay back! Sorry. But you left me no choice. Okay. Das war ganz gut. Who are you? Stupid beast! So, zap, zerrap. Jetzt muss ich ja wirklich mal gucken. Gut, alles klar, Ton funktioniert soweit. Irgendwie kommt mir das heute alles so ein bisschen leise vor, weil das Spiel übelst laut ist, aber anscheinend nicht. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... I'll do the rest of the job. Just leave me. Sonne. Also ist das schon mal kein Blade. It feels like it's burning me to the bone. Gut. Ja.
me go! Let me go! I need to find somewhere to hide. Ow. Sick! I need to find shelter. Is anybody there? Gut, grafisch gesehen ist es jetzt nicht so hässlich, muss ich wirklich mal sagen. Es gibt auf jeden Fall für das Spiel, keine Ahnung, 55 Euro, 50 Euro, sagen wir mal, gibt es auf jeden Fall schönere Spiele. Aber ich sag mal so, das Spiel kann hässlich aussehen, wenn die Story halt sehr, sehr gut ist, finde ich. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Aber du hast es doch gemacht. Ist ja scheißegal, ob du gebissen wurdest. Du hast sie umgebracht, mein Freund. Du alleine! Du Schwein. Deine geliebte Schwester. I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. Yee. Das ist jetzt nicht so ein schönes Gerät, was da liegt. Huah! This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. Ja, gut. Jeder muss gucken, wie er mit dem Arsch an die Wand kommt. Go watch. Beautiful it is. We fancy the share the takings. I suppose we are. Die aussehen, Alter. Undertakers. Nah, give him an Eve. Daran erinnert er sich? That's impossible. Okay. Okay. Eine Uhr. Damit du weißt, wann du ins Nest musst. Oder im Sarg. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass man sich irgendwie entscheiden kann, ob man Menschen tötet, mit Bissen oder Blut aussaugt, oder man Menschen rettet. Das ist natürlich eine gute Frage, was ich mache. Rette ich oder töte ich? Ich möchte einmal der Liebe sein. Wenn ich schon so nicht lieb bin, möchte ich einmal wenigstens der Liebe sein. Und vielleicht nicht töten. Vielleicht versuche ich das einfach mal. Ja, du bist ein Vampir. Du wirst kein Spiegelbild haben, gehe ich von aus. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. Wir haben alle noch vieles zu erledigen. I still have so much left that needs doing. Aber er sieht doch eigentlich gar nicht sein Spiegelbild.
Das ist Beschiss. Das ist Beschiss. Oder ist er nur ein Halbvampir? Oder? Da ist noch eine Uhr. Und eine Spritze. Aber eher, ich wollte gerade sagen, sieht eher aus wie eine Kopfwunde, die er hat. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No. There's time. I can save him. That's the enemy coming! Ich grüße den nächsten Zuschauer. To evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. So, weiter geht's. Du bist am Arsch. Hast dich übelst selber wegkatapultiert. Alter, was für eine Blutlache, Alter, an der Wand. Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Gibt's hier noch was? Im Bett, hier leuchtet was. Ach du Heiliger. 15. Oktober. Ja, dann macht auf Stream. Ich bin auch bescheuert. Macht auf Twitch einfach Pause, lest euch das durch und ja gut, ich hab's drinne, ja, einmal frei, kann ich da drauf immer zugreifen, ja, gut. Ja, willst du dich jetzt ernst? Er möchte sich hinlegen. Ich grüße den nächsten Zuschauer. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Da liegt 5 Meter weiter ein Typ. Der sich die Birne weggeballert hat. So und du willst mir jetzt erzählen, du legst dich jetzt hin und pencht oder was? Ah, du willst dich auch wegkloppen. Na denn. Rational thinking only. Muss ich schießen? Muss ich? Ich will nicht. Muss ich ernsthaft? Das war das Tutorial, nehme ich an. Ist ja jetzt nicht endschwer gewesen. Haha, du lebst.
This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight. Into a glowing flesh. Wow. Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen, um deine Vampirsinne zu verbessern. Alles klar. Jo, defensiv. Grinnung. Mhm. Wie viel EP brauche ich denn hier? Heißt es jetzt, das hier muss ich machen? Ich verbrauche mein eigenes Blut. Aber wenn ich mein eigenes Blut verbrauche... Beginne mit der Auswahl der... Ja gut, also muss ich es machen. Also. Wähle die erste Stufe der Auto und gebe ausreichend Menge Pios, um sie freizustellen. Okay, habe ich. Okay, ich fühle mich jetzt stärker. Ah ja. Klauen. Schatten. Schaden. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, um Menschen nicht weh zu tun oder zu töten. Was benutze ich da? Ich jetzt hier auf Detail gehe. Vampir verwendet sein eigenes Blut und schaltet es im Schwerhaar. RA-Kraft, lange Zeit, ist sie doch, ne? Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Was ich jetzt mache. Als natürliche Jäger haben Vampire eigene Gaben von Mutter Natur erhalten. Dazu zählen Klauen anscheinend. Wenn du von den Klauen Gebrauch machst, wirst du dich. Wenn du von den Klauen Gebrauch machst, wirst du die Menschen anders sehen. Sie sind nicht als Zartes verwundbar. Aha. Nee, das wollen wir mal nicht. Wir nehmen einfach den Speer. Also ich finde diesen Speer eigentlich ganz geil. Wir machen das jetzt einfach mal. Ach, warte mal. Sie glauben mit uns im Werkzeug herzufahren. Ja.
Okay, wir nehmen einfach diesen Speer. Ich möchte einfach diesen Speer haben. Fakt. So. Wähle jetzt ausruhen, um deine... Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Wo steht hier ausruhen? Bestätigen. Okay. That voice in my head. Kapitel 1, Quarantäne. If I'm not mad, then it must belong to the one who... made me what I am. I must find him to understand what I have become. To leave now. War hier nicht gerade noch was mehr? Wie gesagt, ich will wirklich mal versuchen. My head's spinning. Oi! Come out, you coward! Like a fucking beast. Abgenützter Flock. Nebenwaffen, Nebenwaffen. Still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Die, vermin! Bis. Denke ich soll. Aha. A strength I never knew I had. Aha. Habe ich jetzt... Ja. Ja, vielleicht muss ich Böse töten, aber normale Menschen halt nicht. Das weiß ich halt nicht. Es ist natürlich extrem schade, wenn ich jetzt über meine Prinzipien... Nee, da will ich nicht nochmal rein. Cannot enter. Not been bitten. It's one of them. This shouldn't be possible.
Was war das denn jetzt für ein Scheiß? Okay, okay, okay. Das Blut der Bürger. Naja, heißt es jetzt, die Bürger sind auf jeden Fall, naja, gut. Wir werden mal gucken. Dann werden wir mal gucken. Ich grüße meine Zuschauer. Seid gegrüßt. Ich habe South Park gelesen. So, Mahlzeit. Den habe ich. Gut, hast du. Den Typ habe ich auch. Ich würde etwa. Sag mal. Okay, das habe ich. Aluminiumpulver. Okay. Quarantäne ansteckender Krankheit. Grün ist auf jeden Fall Gesundheit, gelb sozusagen oder orange ist die Ausdauer und rot ist das Blut. Alles Klärchen, meine Bärchen. Schließen Sie einen Scheißdreck an. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Piss ich, ey. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Ah, Vampirsinn.
I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. Aha. Rot heißt zu. The dizziness from the jump. I can now control it. Das leckert! What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Eine Leimhuste. Streets of London become a mausoleum. Was liegt denn daneben sein Ohr? Nee. Hm. The man has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Something dire must have come about. Where has everyone gone? Ein Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar. Okay, wo denn? Hier drin? Ah, du hast einen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du EP verteilen. Während du dich ausruhst oder Gegenstände. Okay. Was ist denn das? Was denn auffüllen? Das? Behandlung herstellen. Achso. Die anderen kannst du folgendes medizinische Behandlung, Sera. Noch irgendwas war? Ja, die Kiste. So, ab ins Bett mal. Ja, für 520 gibt's bestimmt nichts. Erhöht meine Gesundheit, erhöht meine Ausdauer. Erhöht meine Blutkapazität. 20% mehr Blut.
erhöht den Schaden ein bisschen. Wir nehmen erstmal mehr Ausdauer, würde ich sagen. Mehr Gesundheit. Ja. Abspeichern? Nö, alles klar. Not long ago, this mess would have given me a laugh. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Ein paar Minütchen mach ich noch. Und dann... Aha, aha, aha. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bowl, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Das stimmt. Da hast du recht, mein Freund. I'll leave you to your bottle then. So, du bist richtig kacke. Whoever he may be. Aber die Olli, ja. The killer recently entered this bar. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah. Of course. I mean, I best check on them. Wisst ihr was? I'll leave ich scheiß auf Thank dich. You. Alter, ey. Tom! Hi, Tom. Oh, God, sir. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kinda rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes.
I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. So, was? Erste Tür. Oh, das ist die Küche. Entschuldigung. Oh, Jack. He didn't deserve this. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Say it, the vampire. Present yourself! I need a word. Was hat er denn, Alter? Die Vampirtaschenlampe oder was? Ach, ein Kruzifix. Ein leuchtendes Kruzifix. That's something I can do for you. And who might you be? Ja, was ist denn jetzt gut? Oh fuck. Qualität des Blutes. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire, like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Ja, auch mit einer Vampir. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Ich bin nicht sicher. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Hmm.
I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Okay. Verfolgte Mörder befahren Antworten, alles klar. Einfach mal sein Zimmer ausrauben. Der braucht die Scheiße nicht. Kann ich nicht runterspringen? Oh, wie uncool. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Jack, he didn't deserve this. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's Kannst going on. Kannst du froh sein, Alter, dass ich mir geschworen habe, dich nicht zu fressen? William Bishop? He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Du hast soeben Hinweise entdeckt. Diese enthüllte Geheimnisse. Tom, jetzt erzähle mir das. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight. But he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Alles klar. It's a good thing you cannot see me now. Gut. Würde ich sagen, ich mache jetzt einen Cut. Es ist um 11 gleich. Ja, die Woche kommen noch viel mehr Streams auf jeden Fall von diesem Spiel hier. Weil das fesselt mich gerade schon, aber ich muss leider aufhören. Ich will mal bei Zeiten ins Bett gehen und die Tage oder die Woche habe ich halt viel vor. Und
Ja, da kann ich nicht bis in der Nacht jetzt wach bleiben immer. Wie gesagt, das Spiel fesselt mich auf jeden Fall. Es macht super Spaß, das muss ich auf jeden Fall dazu sagen. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe es mir jetzt schlechter vorgestellt. Aber ich finde es klasse. Was heißt schlechter vorgestellt? Ich habe gedacht, das ist so ein Dark Souls-Verschnitt und der Kampf ist wie bei Dark Souls, aber ist er ja eigentlich gar nicht. Und er macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe Freude dran. Und ja, ich werde es auf jeden Fall weiter spielen. Die Tage kommt wieder State of Decay auf jeden Fall, wie immer. Klasse Spiel, kann ich nur dazu sagen. Aber das auf jeden Fall auch. Und ja, wir sehen uns die Tage. Und ja, peace out. Und bis demnächst.